Ich habe noch einen Quick-Tipp zum Thema Haare. Ich weiß gar nicht, ob das Design dieser Balea-Braun-Serie jetzt ein bisschen anders aussieht. Ich glaube, ja. Ich habe nur diese Spülung jetzt, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahre, ein Jahr oder so. Also ein Jahr auf jeden Fall. Und das möchte ich euch ganz kurz als Tipp mitgeben. Ich benutze sie nicht ganz so oft. Oh Gott, jetzt hätte ich mir fast das Auge ausgestochen. Diese Braunserie von Balea ist toll, natürlich für braune Haare, aber ihr müsst aufpassen. Und zwar, wenn eure Haare unten so ein bisschen ausbleichen, meinetwegen von der Sonne, oder wenn ihr mal ein Ombre hattet und die Farbe geht so ein bisschen verloren oder ihr möchtet es so ein bisschen aufgefrischt haben, dann könnt ihr gerne diese Braunserie benutzen. Die ist wirklich richtig toll, die hat Pigmente drin, sowohl im Shampoo, die Spülung, ich glaube, es gibt auch noch eine Kur. Und also wie gesagt, das färbt das Braun eurer Haare so ein kleines bisschen ein. Also es gibt wirklich nur einen Schimmer. Aber was ihr halt auch wirklich aufpassen müsst, da sind Rotpigmente drin. Das heißt, wenn ihr kein Rot mögt, dann benutzt sie bitte nicht. Das heißt, den Schimmer, den ihr dann mit der Zeit in euren Haaren bekommt, der ist so ein bisschen, geht in Richtung Kastanie oder so ein bisschen in Richtung Schoko oder Schokokastanie, so ungefähr. Und als meine Haare damals vom Färben einfach immer sehr ausgeblichen waren und kaputt waren und unten die Farbe auch nicht mehr gehalten hat, habe ich circa ein- bis zweimal in der Woche diese Spülung drauf gemacht. Da steht jetzt zwar so circa eine Minute oder so einwirken lassen, genau eine Minute, aber ich habe das auch das hat mir jemand gesagt, ja, es war ein Tipp, lasse ich sie dann so ungefähr 5 Minuten drauf, die Spülung, und dann zieht sich wirklich auch dieses Braun und dieses Rot, was drin ist, zieht sich dann so unten in diese trockenen Stellen rein und frischt die Haare einfach sehr schön auf von der Farbe her. Und also ihr dürft jetzt nicht zu viel erwarten, nicht, dass eure Haare ausgeblichen sind oder blond sind oder so, und dann shampooniert ihr damit oder macht eine Spülung rein oder die Haarkur und plötzlich sind die Haare ganz toll rot oder braun oder so. Nein, das ist nicht. Es ist wirklich nur ein Schimmer. Das dürft ihr nicht vergessen. Aber wie gesagt, im Sommer, wenn die Haare ausbleichen oder die Farbe einfach nicht mehr schön ist, könnt ihr das wirklich benutzen. Also ich bin ein absoluter Fan von dieser Reihe. Und wenn die dann leer ist, also ich benutze sie auch höchstens einmal im Monat mittlerweile, deswegen ist da auch jetzt mittlerweile ist nicht mehr viel drin. Aber deswegen hat sie mir auch sehr lange gehalten, weil ich benutze sie nicht immer, weil ich möchte nicht immer Rot in meinen Haaren haben. Und ansonsten würde mich mal interessieren, ob ihr schon damit Erfahrung hattet oder wie ihr das so findet. Und ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!